Moin Leute, Herbert hier, GamerTV und ein herzliches Willkommen hier zu einem kleinen Vlog. Ich möchte euch ganz kurz informieren, warum ETS 2 und City Car Driving heute nicht gekommen ist. Wahrscheinlich auch morgen nicht kommen wird und wahrscheinlich die ganze Woche nicht. Nach dem letzten Update von ETS 2 funktioniert ETS 2 nicht richtig. Warum das so ist, weiß ich noch nicht, werde ich aber beheben. Im Übrigen sehe ich total müde aus, weil ich total müde bin. Des Weiteren komme ich einfach nicht zum Aufnehmen, weil ich tatsächlich keine Lust gerade habe. Das müsst ihr jetzt so hinnehmen, das ist einfach so und wem es nicht recht ist, kann ich auch nicht irgendwie dran hindern, dran ändern oder sonstiges. Das ist jetzt einfach so, ich habe gerade keine Lust zu spielen. Und heute Morgen hatte ich Lust, ETS 2 zu spielen, aber YouTube meint, nein, du spielst kein ETS 2. Nicht YouTube, sondern Steam. Bin losgefahren, abgestürzt. Das habe ich 8-mal probiert und dann wurde es mir zu doof. Da habe ich ausgemacht. Nini hat schon gewundert, dass ich aus dem Büro rauskam und dachte mir, hey, das ging aber schnell, 15 Minuten. Ja, sage ich. Ist nur abgestürzt. Und dauert auch nur 3 Minuten. Von daher, vielleicht behebe ich das Problem oder auch nicht. Ansonsten, schönen Tag noch, Leute. Genießt das Wetter. Ist eh besser. Tschüssikowski, Leute. Macht's gut. Ciao.